Herzlich willkommen zu unserem Seminar heute, zum Webinar zum Thema Fachkräftemangel, Lernende gewinnen, Zukunft sichern. Mein Name ist Paul Sicher. Ich arbeite beim VSA, der Geschäftsstelle, und darf hier die Kampagne zur Bewerbung unserer Wasserberufe betreuen. Erste Frage an unsere familiäre Runde: Ist okay, wenn wir Mundart sprechen? Wenn jemand Hochdeutsch möchte, bitte melden. Wir sind familiär, könnt reinrufen. Scheint nicht der Fall zu sein. Dann stieg ich auf Mundart um. Genau, wir haben das Webinar so gedacht. Ich mache eine ganz kurze Einführung ins Thema, stelle zwei, drei Sachen von unserer Kampagne vor und übergebe dann den Part unserem Gastredner, Marc Putschert vom Partner Justi. Wir hören nachher noch, was die Plattform ist, warum wir Partner sind oder ich der Meinung bin, dass das ein wichtiger Partner ist in dieser ganzen Geschichte von der Berufsbilderbewerbung. Genau. Ja, der VSA hat gemerkt, dass in der Branche unsere Unternehmen immer mehr Mühe haben, genügend qualifiziertes Personal zu finden. Die Leute sind auf uns gekommen, machen etwas. Und wir haben dann letztes Jahr versucht, nein, nicht versucht, wir haben das Konzept gemacht und wollen etwas tun, um die Berufe in der Siedlungswasserwirtschaft zumindest bekannt zu machen. Wir haben viele Leute befragt, wir haben Umfragen gemacht und letztendlich geht es in unserer Kampagne darum, wirklich Visibilität zu schaffen. Viele wissen gar nicht, dass es in unserer Branche spannende Jobs gibt. Jobs gibt, wo man Karriere machen kann. Und dazu, wenn wir wirklich die Spezialistinnen, die Spezialisten vorstellen, porträtieren, zeigen und das Verbindende eben nutzen, Wasser aus emotionalen Aufhängern. Wenn wir ansprechen, plötzlich kein Fachpublikum mehr, wenn wir es gewöhnt sind, sondern jetzt geht es um die Jungen in der Berufswahl, die sogenannte Generation Z. Da wird der Marc nachher noch erzählen, was man, wie die ticken, was das für Leute sind, wie man die kann ansprechen. Genau, was wir gemacht haben, wir haben angefangen, kurze, knackige Videoberufsporträts zu machen. Wir haben es Branding-Video gemacht, allgemein zu Wasserberufen, was wir machen, was uns auszeichnet. Und wir haben auch versucht, gewisse Marketing-Tools für die Unternehmen von unserer Branche zu machen. Das heisst, die Videos, sie sind für alle verfügbar. Auch Vorlagen von Flyer, was auch immer, das kann man bei uns beziehen. Und letztendlich eben auch Inputs geben über Webinar, wenn wir das heute machen. Das Ganze wird in Deutsch, Französisch und Italienisch passieren. Ist aufwendig, aber wichtig, denke ich, für einen Branchenverband wie uns, wo in der ganzen Schweiz tätig sind. Die Webseite Wasserberuf gibt es seit dem Mai, sind wir mal auf Deutsch online. Demnächst kommt es auf Französisch und Italienisch. Wir haben da Berufsporträts drauf. Wir haben eben auch Lehrstellenbörsen direkt aufgeschaltet von Justi, von berufsberatung.ch. Wir haben auch Stellenbörsen eingebaut von der Wasserwirtschaft oder umweltprofis.ch. Und unsere Unternehmen können da ihre eigenen Angebote von Schnupperlehren, Zukunftstag kostenlos erfassen. Und ich hoffe sehr, dass man in dem Sinne auch indirekt von dieser Kampagne profitiert, wo wir dann vor allem über die sozialen Medien machen. Umgesetzt haben wir heute auf fünf Berufsporträts in allen drei Sprachen. Die meisten sind synchronisiert, außer Klärwerkfachperson, die haben wir wirklich in jeder Sprache gemacht. Und was jetzt noch kommt, ist der Automatiker und Automationsingenieur. Da sind wir dran. Das werden wir bis Ende Jahr so können umsetzen. Wie gesagt, wir sind vor allem auf den sozialen Medien aktiv. Wir haben da auf Snapchat, Instagram vor allem Plattformen aufgebaut, einen Auftritt aufgebaut mit Posts von uns aus der Branche, von innen aus der Branche.
und aber auch sogenannte Paint-Campaigns gemacht. Das heißt, dort kann man genau adressieren und sagen, ich will Jugendliche zwischen 14 und 25, wo das Kurzvideo über gewisse Berufe von uns sollen sehen. Und ich habe ehrlich gesagt noch nicht wahnsinnig viel Erfahrung in den ganzen sozialen Medien, aber ich finde die ersten Zahlen ja, sind noch cool. Also wir haben im ersten Monat, im Juni, haben 410'000 Jugendliche in der Deutschschweiz mindestens ein Video gesehen. Und jetzt im August bis September, also nochmal 30 Tage, sind es nochmal 450'000 gewesen. Also ich denke, wenn wir da dranbleiben können, kann das durchaus wirklich eine gewisse Visibilität oder ein Bewusstsein geben, dass man eben in der Siedlungswasserwirtschaft coole Jobs kann machen kann. Man sieht das auch bei den Webseiten, Traffic. Wir haben noch nicht wahnsinnig viel, aber es steigt, die Richtung stimmt. Und man sieht auch wirklich die Kampagne auf den sozialen Medien, das wirkt. Im Hintergrund funktionieren langsam überall die Verlinkungen. Wir sind in Kontakt mit den Bits etc. Und da bin ich eigentlich schon überzeugt, dass in den nächsten Monat und Woche die Zahlen noch recht werden da steigen. Vielleicht noch das Gesamte nochmal in Übersicht. Wir haben jetzt im Mai gestartet mit der Webseite, mit den ersten Berufen, die wir vorgestellt. Wir gehen jetzt Ende Monat, also nächste Woche, wird das Ganze auf Französisch erscheinen. Wir werden dann im Oktober mit der dritten Welle starten auf den sozialen Medien, also wirklich nochmal aktiv zu bewerben. Um Grössenordnung November wahrscheinlich mit der Webseite in Italienisch kommen. Und der VSA hat jetzt auch beschlossen, der letzten Vorstandssitzung, dass man das Projekt also mindestens noch über die nächsten 4 Jahre jetzt genau fortführt und hat da entsprechende Gelder, zumindest in Kommunikation, freigegeben. Was wir aber brauchen dazu, sind immer auch Partner. Alles allein können wir aus Verband natürlich nicht stemmen. Aber das kommt soweit gut. Ja, jetzt zum eigentlichen Thema: Lernende gewinnen, Zukunft sichern. Also da geht es darum, wie ticken die Jugendlichen, die sich um eine Lehrstelle bewerben, interessieren. Was ist denn überhaupt der Nutzen von einer Lehrlingsausbildung? Was können Unternehmen konkret tun, um erfolgreich zu sein in der Lehrlingsausbildung, in der Lehrlingsgewinnung und wie kann man vielleicht sogar profitieren von der Kampagne Wasserberuf, wo wir versuchen zu stemmen. Ich übergebe in dem Sinn an unsere Partner und Experten für die Lehrlingsgewinnung, an Marc Putschet, und bin gespannt auf deine Ausführungen. Ja, hallo zusammen, auch von meiner Seite. Ich hoffe, ihr hört mich alle und ich hoffe auch, dass du ist okay. Ich bin eben auch noch knapp in der Generation Z und die Jungen haben es eh lieber, wenn man Duzis macht. Genau. Aber ja, wieso bin ich da oder wieso darf ich heute Detail übernehmen? Es geht eben um Gewinnung von Lernenden und ich glaube, was du, Paul, gesagt hast am Anfang, ist schon wichtig, oder? Du hast auch aufgezeigt, was macht der Verband und dass der Verband aktiv ist. Aber das allein lange natürlich nicht, weil es braucht schlussendlich wirklich auch euch, also aktive Firmen. Und es braucht nicht nur Firmen, wo Ausbildungsplatz anbieten, sondern natürlich auch Firmen, wo die Jungen möglichst gut verstehen, zum einen fürs erfolgreiche Rekrutieren, aber natürlich auch nachher zum erfolgreichen Betreuen. Und darum werde ich, oder heute mein Ziel ist vor allem, dass ich euch einen Einblick geben kann, zum einen zu der Generation Z, zu den Lehrstellensuchenden an sich, aber auch zu unseren Erfahrungen, die wir als Lehrstellenportal haben. Ja, und eben da wir jetzt in einem familiären Rahmen sind, ist natürlich auch cool, wenn jederzeit Feedback oder Fragen kommen. Da würde ich mich auf jeden Fall auch freuen. Da können wir das auch ein bisschen interaktiv gestalten, auf jeden Fall. So, genau, zu Justi. Es wird heute also nicht, es ist nicht irgendeine Verkaufsveranstaltung, es wird also nicht einfach um unser Portal gehen. Aber vielleicht, mir ist immer wichtig, gerade bei so Vorträgen oder Webinaren, dass ihr auch wisst, oder wieso ich jetzt da bin oder wieso ich über die Generation Z erzähle, über die Lehrstellensuche.
Und wir haben das Team, das ihr hier seht, inzwischen über 50 Leute, die tagtäglich für die Berufsbildung arbeiten. Justi gibt es eben bald seit 15 Jahren. Und wir haben immer die Vision gehabt, dass wir die ganze Lehrstellensuche können erlebbar machen für die Jungen und dass wir es auch können schaffen können, dass Berufe, die vielleicht nicht das beste Image haben, oder wo man das Gefühl hat, hey, da macht man sich nur die Hände dreckig, dass man auch für so einen Beruf mehr Lernende können gewinnen können und schlussendlich auch dann Nachwuchs generieren. Das kompakt zusammenfassen, was sind Themen? Am Anfang möchte ich darauf eingehen, was ist grundsätzlich der Wert von der Berufsbildung, wo wir auch dafür leben und überzeugt sind. Dann im mittleren Teil geht es konkret eben um die Generation Z. Und ich habe es jetzt da bewusst Young Talents genannt, weil eben schlussendlich sind es ja junge Talente, die ihr braucht. Und vor allem, und die Frage kommt auch immer wieder jetzt gerade von Firmen und Verbänden, die Generation Alpha, die bald in die Lehrstellensuche kommt. Die ist auch schon sehr wichtig, oder? Und darum möchte ich es auch nicht nur auf Generation Z begrenzen, sondern wir können wirklich auch Generation Alpha schon im Hinterkopf haben. Und das ist ja schlussendlich ein fließender Übergang. Es ist nicht komplett alles anders, aber darauf komme ich später. Und was mir natürlich auch wichtig ist für euch, dass nicht jetzt über nur Theorie oder unsere Erfahrungen zu reden, sondern auch konkrete Handlungsempfehlungen geben, konkrete Sachen zeigen, was wir auch mit Firmen machen. Zum Einstieg und ich glaube allgemein, Thema Fachkräftemangel ist etwas, wo ihr wahrscheinlich auch alle über die Medien schon genug gehört habt oder selber vielleicht auch am eigenen Leib schon erfahren habt. Ich finde es gleich noch spannend oder für uns auch jetzt als Lehrstellenportal ist es wichtig, oder? Wir haben letzten Herbst hatten wir laut den Zahlen von X28 die rekordhöhe Anzahl an offenen Stellen gehabt, schweizweit und praktisch in allen Branchen. Und ja, man kann wie sagen, spitzt sich ein bisschen zu. Aber ich glaube, oder was für mich auch noch spannend ist, oder ich bin jetzt 25, wenn ich denke, vor so 10, 15 Jahren, wo ich mich vielleicht angefangen habe, mal über Berufe beschäftigen, hat es immer so Traumjob gegeben, wie jetzt zum Beispiel der Polizist oder der Pilot etc. Und da werde ich heute schauen und darum auch unten rechts die Blickschlagzeilen, dann sind selbst solche Berufe wie jetzt ein Polizist, suchen die Leute, oder? Ich sehe auch viel Werbung gerade auf Social Media, verschiedene Kantone wegen der Polizei. Also selbst in solchen Branchen sind die Leute dringend gesucht, auch junge Leute. Und ich glaube, das zeigt uns auch, dass man gerade jetzt auch in Lehrberufen, wo es vielleicht nicht immer ein Selbstläufer ist, und das sehen wir auch im Lehrstellenmarkt, das zeige ich euch auch nachher, es zeigt einfach, oder, dass es umso wichtiger ist, auch jetzt schon bei den Lernenden anzufangen und können die Fachkräfte zu gewinnen für die Zukunft. Und ein weiterer Grund dazu, ich weiß nicht, vielleicht wer die Grafik schon mal gesehen hat von der Demografie. Ist immer spannend, man kann also Vortrag die einen, manchmal kennt fast niemand die Grafik, zum Teil kennt man sie auch je nach Branche. Aber ich glaube, was wichtig ist, so oder so, wenn man jetzt Geburtenjahrgang anschaut, ist eigentlich das Positive, wo man könnte sagen, hey, wir wissen ganz genau, wie viele sind jetzt im Arbeitsmarkt und wie viel können wir nachher, oder? Und was aber das Negative ist, und wenn wir jetzt eben den Fachkräftemangel schon haben, wie ich vorher auch gezeigt habe, wir haben jetzt schon viele Stellen, die offen sind, viele Lernende, die auch fehlen. Und wir sehen, dass jetzt der Bauch, oder ich sage ganz links, die höchsten Teile, die fehlen uns früher oder später im Arbeitsmarkt. Und wir sehen genau, wie viele nachher kommen. Und das sind jetzt mal am Anfang weniger als die, um die überhaupt zu ersetzen, oder? Also wir sehen, das wird rein von der Demografie noch schwieriger in den nächsten Jahren. Das heißt, ein Grund mehr, zum sagen, hey, ich tue selber in Nachwuchs investieren, ich bilde selber aus, eigentlich grundsätzlich das Allernachhaltigste, kann man sagen. Und vielleicht dann noch zusammengefasst, wenn jetzt gefragt wird, was sind die drei wichtigsten Gründe jetzt für die Firma, aber ich sage auch für die Gesellschaft. Und da kann man schon sagen, die Fachkräftesicherung, ich glaube, es gibt nichts, zum einen auch Rentableres, aber vor allem Nachhaltiges, wenn man sagt, hey, wir haben eine Nachfrage in der Branche, in der Firma, in der Region und man sagt, wir tun die selber nachbringen, die Jungen, weil man braucht die Arbeiter auch später mit 30, mit 40 als Spezialisten. Und das Zweite ist natürlich auch aus gesellschaftlicher Sicht, wenn wir schauen, die Jugendarbeitslosigkeit, die Länder, gerade im Süden, wo praktisch alle go studieren gehen, wo wir 30, 40, 50% Jugendarbeitslosigkeit haben, da sind wir natürlich sehr souverän mit unserem System unterwegs. Und der dritte Punkt ist natürlich auch die Integrationsförderung. Und ich glaube, können wir oder müssen wir auch, dürfen wir auch mehr stolz sein, dass Berufsbildung einen enorm wichtigen Teil zu der ganzen Integrationsförderung beiträgt. Sonst hätten wir nicht einen höheren Ausländeranteil, aber schaffen es trotzdem viel besser zu integrieren. Und ich glaube, da sind gerade auch Berufsbildnerinnen und Berufsbildner
werden manchmal auch unterschätzt, weil die einen enormen Beitrag zu dem leisten. Und ich finde, das dürfen wir gerade auch in der Firma innen zeigen und sagen, hey, machst einen wichtigen Job. Das mal so ein bisschen als kleine Einleitung. Eben jederzeit, wenn ihr auch Fragen habt, Inputs, Gedanken, einfach reinrufen oder schreiben oder einfach melden. Ich habe ein paar Zahlen, die ich zuerst schon zum Lehrstellenmarkt möchte sagen, wo die anderen Sachen eigentlich noch ergänzen. Wir haben aber über die letzten Jahre immer konstant plus minus 80.000 Schülerinnen und Schüler, die vor Ausbildungswahl stehen, also eigentlich in der dritten, sechsten sind und die Schule verlassen. Und was wichtig ist, was ihr da in der Mitte von der Folie seht, dass weniger als die Hälfte von diesen Jugendlichen effektiv auch eine Lehre startet. Also weniger als die Hälfte machen eine Lehre. Und da ist natürlich die Frage, was machen die anderen? Und ihr seht es eigentlich im Oberbalkan und im Unteren. Zum einen gehen über 10% in eine Zwischenlösung. Das kann sein ein 10. Schuljahr, eine Passerelle. Also Jugendliche, die vielleicht auch noch nicht genau wissen, was jetzt der richtige Weg für sie ist. Das sind doch auch noch einige. Und da haben wir ganz unten natürlich den allgemeinbildenden Weg, wo das Gymi beinhaltet, einen grossen Teil, aber auch zum Beispiel FMS, HMS. Und auch das ist durch einen beträchtlichen Teil, oder über 40%, also über 30.000 Jugendliche, die diesen Weg wählen. Und spannend ist natürlich dann, wie ist das Angebot auf dem Lehrstellenmarkt? Und da haben wir eigentlich auch über die letzten Jahre, und das spricht auch wieder extrem für unsere Wirtschaft, auch trotz Corona und alles, wir haben einen stabilen Lehrstellenmarkt gehabt. Das heißt, Firmen und Branche haben verstanden, hey, für unsere Zukunft ist das enorm entscheidend, auch wenn es vielleicht im Moment nicht so lukrativ ist. Und wir haben auch da ein konstantes Angebot, das in dem Bereich ist, von den Schulabgängern. Also könnte man auch sagen, hey, das passt ja perfekt aufeinander. Jetzt ist es aber so, auch über die letzten Jahre konstant, dass wir 10% umgesetzte Lehrstellen haben, von denen rund 77.000 aktuell, oder? Und ich glaube, das ist schon mal wichtig für das Verständnis auch, wie ein Jugendlicher dann tickt, weil er hat natürlich Angebot, Nachfrage, er hat Auswahl, es bleiben immer offene Stellen und er hat viele Berufe zur Auswahl, viele Firmen zur Auswahl und für ihn ist es eigentlich mehr ein Luxusproblem, oder? Ich glaube, das ist noch wichtig. Und was mir auch noch wichtig ist, da zu sagen, wenn man jetzt vielleicht schon die Zahlen zusammengerechnet hat im Kopf, wir haben 10% umgesetzte Lehrstellen. Immerhin kommen viele Jugendliche ja aus der Zwischenlösung oder aus dem allgemeinbildenden Weg wieder zu einer Lehre, was sehr positiv ist. Und das zeigt ja auch wieder unsere Durchlässigkeit. Oder es machen Jugendliche eine Zweitlehre und so fließen die dann auch da rein. Aber man kann sicher, das ist vielleicht positiv, aber negativ ist sicher, dass wir viel umgesetzte Lehrstellen haben. Und jede Lehrstelle, wo eigentlich eine zu viel ist, umgesetzt ist. Genau. Und auch wenn wir so ein bisschen beim Lehrstellenmarkt sind, was natürlich wichtig zum Verständnis ist, und ich denke auch alles, was ich jetzt heute erzähle, oder auch alles, was jetzt der Verband macht, ist natürlich nicht nur immer daran gerichtet, hey, was denkt jetzt der 16-jährige Jugendliche, wie nimmt er das auf, sondern wir wissen ja, und ich nehme an, ihr selber habt ja in eurem Umfeld auch, vielleicht auch Kinder, Bekannte in der Firma etc., junge Menschen und die wichtigsten Beeinflusser sind logischerweise die Eltern. Also, und das sehen wir auch ganz klar auf der Lehrstellensuchenden, auf der Lehrstellensuche. Also die Eltern haben einen enorm wichtigen Impact. Und darum ist es natürlich auch extrem wichtig, was die Eltern denken. Und ich glaube, da gibt es viele Beispiele, gerade bei handwerklichen Berufen, wenn jetzt die Eltern in einem akademischen Hintergrund haben und vielleicht das Berufsbildungssystem nicht so kennen, tun sie natürlich die Jugendlichen sehr schnell auch in eine Richtung, wo dann eben nicht die Lehre ist und vielleicht nicht der Beruf, der eigentlich extrem spannend könnte sein. Und was wir auch oft merken, gerade zum Beispiel auch so an Berufsmessen, wenn man dann mit den Eltern noch mehr redet, dass sie oftmals auch nicht wissen über gewisse Berufe, was es da für Perspektiven gibt. Also, dass man jetzt zum Beispiel auf dem Bau auch als Maurer kann eine Karriere machen, kann viel Geld verdienen, kann irgendwann noch ein Studium nebenbei machen. Das wissen zum Teil die Eltern gar nicht, weil sie vielleicht einen anderen Background haben und vielleicht das Image einfach auch anders wahrnehmen. Und darum ist einfach auch wichtig, bei allem, was man macht, die Eltern abholen und natürlich auch die Lehrpersonen. Und auch dort haben wir natürlich auch die Thematik mit dem akademischen Hintergrund. Und eben, schlussendlich ist das vielleicht eine Problematik, aber sicher auch eine Chance mit dem ganzen Berufs- und Lehrstellenmarketing, wo wir da können etwas beitragen können. Und dann noch eine weitere Zahl, und das ist auch noch wichtig zum Verständnis. Ich habe gesagt, es geht um Angebot-Nachfrage im Lehrstellenmarkt. Und was wir sehen, jetzt über die letzten 5 Jahre gemessen, dass sich die Jugendlichen durchschnittlich immer für weniger Berufe bewerben. Also 2017 sind es noch 2,5 verschiedene Berufe gewesen, wo sie Bewerbungen abgeschickt haben über Justi. Und 2022 sind es nur 1,5 Berufe gewesen. Also nicht einmal mehr 2 verschiedene Berufe, wo sie sich beworben haben.
Und das zeigt uns natürlich, und das sehen wir auch wieder in unseren Daten, dass sich Jugendliche zum Teil 50 Mal fürs KV bewerben und nur 50 Absagen bekommen, was für die Jugendlichen und für die Firma schlecht ist. Und sie es aber noch nicht geschafft haben, sich zum Beispiel über den Entwässerungstechnologen zu informieren, was vielleicht viel besser zu ihren schulischen Fähigkeiten, zu ihrem Interesse und auch vielleicht von den Firmen her, vom Team und allem viel besser könnte passen. Und das ist natürlich auch unsere Mission als Portal, aber für das ist es auch wichtig, dass wir eben Partner haben wie Verbände, wie Firmen, die auch im Lehrstellenmarketing aktiv sind. Dass wir es eigentlich schaffen, dass die Jugendlichen sich für verschiedene Berufe auch interessieren. Und für das müssen wir halt einfach auch Berufe, wie jetzt als Beispiel muss ich nochmal den Entwässerungstechnologen nehmen, den müssen wir bekannter machen, erlebbarer und wir müssen vor allem auch die positiveren Geschichten erzählen, weil beim KV haben alle das Gefühl, ja, hey, da kann ich super Karriere, da kann ich überall hin, aber ich denke, mit praktisch allen Berufen, und das ist ja auch der Vorteil an unserem System, am Berufsbildungssystem, es ist so durchlässig, man kann mit allem weitergehen, man kann mit allem sich weiterbilden und das muss man einfach auch noch mehr herausbringen. Gibt es bis dahin Fragen oder Gedanken von jemandem? Dann noch eine weitere Thematik, um euch zu zeigen, Frauen- und Männerberufe. Und das sind jetzt offizielle Zahlen vom Bund, vom Nahtstellenbarometer. Und da sehen wir auch ganz klar, dass es natürlich einen riesen Unterschied gibt zwischen den Berufen, was Mädchen und Buben interessiert. Und ich glaube jetzt, es ist gesellschaftlich ja nicht entscheidend, dass wir überall 50-50 haben. Ich glaube, da sind wir uns auch alle einig. Aber was so spannend ist und was wir gemacht haben, wenn wir uns auch gefragt haben, wie kann man zum Beispiel, ich nehme jetzt das Beispiel oben links, der Informatiker, wo komplett männerdominiert ist. Wir haben uns gefragt, wie kann man auch für so einen Beruf, wo dominiert ist von einem Geschlecht, wie kann man mehr so andere Geschlecht gewinnen? Und dann haben wir eine Studie mit der Uni Zürich gemacht und was wir herausgefunden haben, ist, dass zum einen Vorbilder funktionieren, also eigentlich Botschafter, wo man vom anderen Geschlecht nimmt. Das heißt, wenn die Mädchen sehen, hey, in diesem Beruf gibt es auch Informatikerinnen, es gibt nicht nur Informatiker. Das ist das eine, was wir gelernt haben in dieser Studie mit der Uni Zürich. Und das zweite war, dass wir eigentlich die Stereotype, dass wir die müssen, wie soll ich sagen, wie ändern, weil ein Mädchen, eine junge Frau, hat vielleicht mehr Interesse auch im Team zu arbeiten oder Sozialkompetenzen. Und beim Informatiker gibt es zum Beispiel den Stereotyp, dass man sagt, ja, der hockt dann in einer dunklen Kammer und hat keinen Kontakt in die Außenwelt. Und das ist natürlich dann etwas, was auch ein Mädchen abschreckt, als Beispiel. Und so ist es ja jetzt in vielen Berufen, wo man das kann klären kann. Und so haben wir gesagt, hey gut, also auch unsere Empfehlung an euch, auch an die Verbände und an die Firmen, arbeitet mit den Botschaftern vom anderen Geschlecht, zeigt, dass es da auch Frauen bzw. Männer gibt in diesem Beruf und tun da auch die Stereotype auf das jeweilige Geschlecht anpassen. Und es gibt ja in den meisten, auch handwerklichen Berufen, sehr viel Teamfähigkeit, sehr viel Denken, sehr viele Sachen, die auch das andere Geschlecht kann ansprechen kann. Und ich glaube, Sie von der Uni Zürich hat es eigentlich passend zusammengefasst. Schlussendlich soll jeder für sich den passenden Beruf ja finden, auch unabhängig von der Erwartung von der Gesellschaft. Und das sehen wir natürlich auch, besonders jetzt auch im ländlichen Raum, wo die Normen noch mehr eine Rolle spielen, also wo man vielleicht eher noch Hemmung hat, zum sagen, hey, ich bewirb mich jetzt in dem Beruf, obwohl das eher ein Frauenberuf ist oder umgekehrt. Das spielt natürlich dann auch alles noch rein. Aber das geht auch wieder an die Gesellschaft, an die Eltern, an die Lehrer und ja. Und wenn wir jetzt haben wir so ein bisschen die Ausgangslage auch gehabt, wie sieht der Markt aus, wie sehen die Zahlen aus? Und wenn wir jetzt konkret auf Generation Z kommen, und eben wie gesagt, ich bin jetzt als 97er Jahrgang mit 25, bin ich auch noch knapp bei der Generation Z. Ich merke aber auch ehrlicherweise schon extreme Unterschiede jetzt zwischen mir und jemandem, wo 2005 geboren ist. Das ist schon wieder rein auch, wie man mit dem Handy aufgewachsen ist und alles. Das ist schon ein rechter Unterschied, oder? Aber trotzdem, und das ist ja auch eine wichtige Generation, man redet immer von einer Generation, wenn 40% von der Generation so ticken. Das heißt, es gibt immer auch viele, die anders sind. Aber man tut das Gleiche so zusammenfassen. Und ich glaube, was ist eine von der wichtigsten Eigenschaften? Und das kann man schon sagen, es ist sehr eine soziale Generation. Also, und das kann ich auch nur von mir reden, oder? Wir sind natürlich in einem anderen Wohlstand auch aufgewachsen, als ich würde sagen, alle bisherigen Generationen. Also, wie so in einem
in einer Insel oder in der Schweiz, im Paradies. Und ich glaube, das ist schon wichtig. Man hat so viele Möglichkeiten, man hat so viel Auswahl. Und jetzt nicht nur im Lehrstellenmarkt, oder? Ich sage, es ist bei den Schuhkaufen, beim Handy, bei allem. Man kann mit einem Klick schnell zack, zack, zack. Es ist alles so schnelllebig. Und das prägt natürlich auch irgendwo die Generation. Und ich glaube, dadurch, dass sie auch sozialer ist oder vielleicht auch zum Teil ein bisschen feinfühliger, haben wir sicher auch die Thematik mit der psychischen Gesundheit, wie wahrscheinlich auch alle viel schon über die Medien mitbekommen haben. Aber da haben viele, ich sage jetzt Stiftungen, sind das Organisationen, wo da immer wieder auch Alarm schlagen, gerade Corona, wo das Ganze nochmal ein bisschen, wo das nochmal ein bisschen extremer geworden ist. Und ich glaube, das ist auch so ein bisschen wichtig zu wissen. Oder? Es ist eine soziale Generation, aber ich würde sagen, auch oftmals so ein bisschen eine feinfühligere Generation. Und ich glaube, umso wichtiger ist gerade auch für euch, auch als Unternehmer oder Berufsbildner im Alltag auch die Nähe oder auch die Gespräche zu führen, auch die Begleitung, auch dass irgendwo das Vertrauen rum ist. Und ich glaube, das ist mega entscheidend. Und gleichzeitig, was wir auch sehen, das ist eine Generation, jetzt, man liest gerade, ich sage, man liest viel auch gerade in diesen Boulevardzeitungen so viel Schlechtes oder viele Studien, die so extreme Sachen behaupten. Ich bin aber der Meinung, es ist schlussendlich eine Generation, die engagiert ist, weil es hat noch nie so viel Bewegung gegeben in allen Bereichen, egal ob jetzt Rassismus, Klimawandel etc., von jungen Menschen, die auf der Straße sind oder einfach im Internet oder wo politische Initiativen gestartet haben, was in der Schweiz Gott sei Dank auch so gut machbar ist. Also es ist schlussendlich eine engagierte Jugend, die auch immer nach dem Sinn strebt und auch will mitdenken und mitschaffen. Und ich glaube, jetzt ist die Frage auch, was machen die Unternehmer, was machen die Branchen? Geben sie ihnen auch den Raum, um sich selber ein bisschen entfalten, vielleicht zum selber mal ein bisschen ausprobieren oder zum selber mal ein bisschen übermütig sein? Und vor allem lassen sie sich mitdenken. Und ich glaube, das ist eigentlich das Interesse vom Unternehmer, dass jemand selber reinkommt, mitdenkt. Und ich behaupte, der Großteil von dieser Generation ist auch ready für das. Aber man muss das auch spüren, oder? Man muss das auch spüren, gerade auch im zwischenmenschlichen Bereich. Und ich glaube, was ihr auch alle ja, wisst, grundsätzlich, wir haben den ganzen Handykonsum, Social Media, was natürlich ein grosses Thema ist. Da gibt es auch verschiedene Studien. Jetzt so die James-Studie von der ZHW, wo so eine von der renommiertesten ist, sagt, im Durchschnitt sind die Jugendlichen zwischen 3,5 und 5 Stunden online. Ja, ich glaube, das kann man so zusammenfassen. Es gibt aber auch extremere Beispiele. Ich habe noch jetzt da von unserem Lernenden. Ein Screenshot vom Wochendurchschnitt. Das ist eine Woche gewesen, wo ich jetzt zu Fuß gehe, noch Ferien kann, so, dass er jetzt fast 9 Stunden online war. Aber ich glaube, was wichtig ist, und das könnt ihr ja auch selber auf eurem Handy schauen, oder? Wenn ihr eine Analyse macht, wie fest sind ihr unterwegs gewesen online, was haben die für Apps genutzt, was haben die für Videos geschaut, dann kann man ja wie so eine Analyse machen. Und jetzt bei ihm da unten rechts seht ihr auch, es ist unterteilt in Kreativität, Social Networking und Entertainment. Und bei ihm macht jetzt Entertainment eigentlich den kleinsten Teil aus mit 2,5 Stunden in dieser Woche. Und ich glaube, das ist spannend, weil natürlich jetzt das Handy oder auch die Apps und Social Media nicht nur negativ sind oder nicht nur zur Unterhaltung dienen. Und ich glaube, das beste Beispiel ist auch die Lehrstellensuche, wo man zum Beispiel auch auf Justi direkt online kann nach Lehrstellen suchen, Firmen, Berufe, alles googlen, auf YouTube Videos schauen. Man findet zum Beispiel auf dem Justi-Kanal hunderte von Videos zu x verschiedenen Berufen. Das heißt, man kann die Zeit auch extrem sinnvoll nutzen, oder? Und ich glaube, das ist auch ein bisschen wichtig im Verständnis dann, auch so zwischen den Generationen. Und ich sage eben, Sachen wie Kochen, Reisetipps etc. machen natürlich die Jugendlichen alles online, alles über Apps, über Social Media. Aber das zeigt, es ist auch die Zeit, wo man manchmal vielleicht denkt, hey, 5, 6 Stunden am Tag online, das ist ja, so viel Zeit habe ich ja gar nicht, aber das kann eben schlussendlich auch sinnvoll investiert sein. Also das vielleicht noch, es hilft sicher immer auch zum Verständnis. Und wenn ich jetzt vielleicht so ein bisschen auf die verschiedenen Generationen eingehe, wir sehen jetzt eigentlich, ich habe jetzt bewusst auch Generation Alpha reingenommen, ganz rechts, also ich sehe eigentlich, die kommt bald in Lehrstellenmärkte rein. Aktuell ist sie jetzt noch nicht im Arbeitsmarkt. Und die Frage ist so ein bisschen vielleicht vor allem, was unterscheidet jetzt die Gen Z zu der vorherigen Generation? Ich glaube, jetzt auch zu der Babyboomer oder der Gen X ist sicher noch, dass man eben den ganzen Wohlstand, den ich am Anfang auch schon gesagt habe, das ist sicher etwas, was geändert hat. Ich denke auch, die ganze Loyalität, was früher zu einer Firma gegeben hat, ist natürlich nicht mehr gleich da. Und wenn man aber schaut und
Wenn ich jetzt gerade auch über Generation Y nochmal ein bisschen nachgelesen, was hat man dazu mal gesagt, was macht die Generation aus? Und man hat schon gesagt, es ist immer eine individualisiertere Generation, eine individualisiertere Gesellschaft. Und ich glaube, das ist etwas, was natürlich schon immer weiter auch stetig zugenommen hat. Ich sehe da also ein bisschen die verschiedenen Ereignisse, wo aufgeführt sind. Was hat die Generation geprägt? Ich glaube, gerade in meiner Generation Z jetzt, aber auch in der künftigen Alpha, ist natürlich Pandemie etwas, was extrem geprägt hat, oder? Gewisse haben die Lehrstelle gesucht in dieser Phase, gewisse sind 18 geworden in dieser Phase und eben gerade auch die psychischen Probleme in dieser Phase haben zugenommen. Man war allein gewesen, man hat vielleicht, man ist, ja, isoliert gewesen, also viele Sachen, die natürlich dazugekommen sind. Und was auch noch spannend ist, gesehen die ganz unten, wenn man so ein bisschen die Entwicklung auch anschaut, wo sind die Jugendlichen auf welchen Apps? Und bei der Generation Z, bei der jetzigen Lehrstellensuchenden, dominiert ganz klar Instagram, Snapchat und TikTok. Und es ist eigentlich immer spannend zu beobachten gewesen. Und das ist auch zu der nächsten Generation so, dass sich immer die Apps, wo die Jugendlichen jetzt so drauf sind, sobald die Zielgruppe älter wird und immer mehr Ältere auf die Apps kommen, gehen sie eigentlich nachher wie irgendwann eine App weiter, oder? Also ich sage als Beispiel, wie früher hat es jetzt bei mir zum Beispiel die Jugendtreffs gegeben, wo eigentlich dann alle Jungen unter sich sind. Sobald dann aber irgendwie noch Ältere gekommen sind oder vielleicht sogar die Eltern, die irgendwie vorbeigeschaut haben, ist es eigentlich nicht mehr spannend gewesen, oder? Und so ist auch die ganze Entwicklung auf Social Media, dass man sich eigentlich immer wieder etwas sucht, wo man unter sich ist. Und so sage ich auch, ist es aktuell TikTok, wo absolut durch die Decke geht und praktisch alle nutzen das, aber ich kann mir gut vorstellen, in 2, 3 Jahren ist es etwas anderes. Und darum ist es auch wichtig, dass man jetzt gerade auch im ganzen Lehrstellen-Berufsmarketing unabhängig ist von einer bestimmten App, aber dass man eigentlich immer ein bisschen im Blick hat, wo bewegen sich die Jugendlichen. Und dann noch ein weiteres, auch ein wichtiges Thema, das auch im Bereich Social Media geht. Ich denke, Cristiano Ronaldo kennt wahrscheinlich die meisten kennen alle von euch. Ist jetzt gerade in die Wüste gewechselt, aber das geht es nicht. Schlussendlich, wenn man seinen Instagram-Kanal anschaut, er hat über 600 Millionen Follower aus der ganzen Welt. Das ist die Person, die auf Social Media die grösste Reichweite hat. Mehr als Schauspieler, als irgendwelche Stars. Also, das ist so, das Gesicht Cristiano Ronaldo, oder, gibt so viel her. Und wenn man jetzt anschaut, sein Ausrüster, auch seit irgendwie 15 Jahren, seit er eigentlich erfolgreich ist, ist ja Nike. Und Nike hat nur halb so viele Follower auf Instagram. Also es zeigt eigentlich mal, wie viel eine Person wie der Cristiano Ronaldo wert ist für so eine Marke. Und dass die Jugendlichen, und da kann ich wieder auch für meine Generation reden, natürlich immer die Botschafter suchen, immer die Gesichter suchen. Und dass ich eigentlich mich entscheide, welche Kleider ich kaufe oder welches Auto ich kaufe, anhand von denen Botschafter oder eben Werbebotschafter, die ich sehe, die mit dem Produkt vertraut sind oder sagen, hey, mach das. Und da hat Social Media wieder einen riesen Einfluss. Und es ist natürlich jetzt sehr allgemein gehalten, oder? Aber wieso ich das sage? Sobald es natürlich dann auch um das ganze Berufsmarketing geht, um die Lehrstellensuche, hat das natürlich auch einen Einfluss. Weil ich habe ganz am Anfang auch gesagt, es geht auch darum, dass man mehr die Karriere aufzeigt. Was gibt es für Möglichkeiten und wie macht man das am besten? Oder wie macht man am besten, hey, der Beruf ist ja spannend für dich, ist mit Vorbildern, mit Botschaftern, mit Leuten wie du und ich, die eigentlich zeigen, hey, ich habe den Beruf gelernt, ich habe mit dem Karriere gemacht, ich habe mit dem auch meine Erfüllung gefunden, den Sinn in der Arbeit. Und ich glaube, darum ist ganz entscheidend, dass man mit diesen Botschaftern arbeiten tut. Und das ist auch wichtig, dass wir nicht irgendwelche Schweizer Influencer sind, die man da nimmt, sondern das können wirklich Menschen auch wie du und ich sein, weil mit denen tut man sich ja schlussendlich am meisten identifizieren. Und ich glaube, die haben ihr auch jede in eurer Firma, in eurem Team. Und die muss man halt auch nehmen und sagen und vorherstellen. Und das ist für die Jugendlichen am spannendsten. Und Margrit Stamm, eine von den renommiertesten Bildungswissenschaftlerinnen in der Schweiz, kennen wahrscheinlich auch einige. Sie hat auch gesagt, der Berufsbild macht man das eigentlich schon, probiert man das seit Jahren, aber man hat da noch auch ein riesen Potenzial, um das noch zu verstärken. Und ich glaube, gerade auch in Berufen, was zum Teil schwieriger haben, die handwerklichen Berufe, und eben zum Beispiel auch noch Entwässerungstechnologen, wo man vielleicht zuerst denkt, ja, Entwässerung oder was mache ich da bei der ARA, und dass man da halt auch die Storys erzählt von jungen Menschen, die den Job machen, die dann Sinn sehen. Und ich glaube, eure Berufe, gerade Wasserberufe, sind ja sehr sinnhaft, haben auch einen Wert für die Gesellschaft und das kann ein extremer Motivator sein oder auch ein Entscheidungsmerkmal, zu sagen, hey,
ich gehe den Weg. Und vor allem dann natürlich auch die Perspektive aufzeigen, dass man nicht einfach den Beruf lernt und nachher 10 Jahre auf dem schafft, sondern dass man sich weiterschaffen kann im Unternehmen, dass man sich weiterbilden kann. Und das machen die auch, indem ihr zum Beispiel Berufsporträts jetzt macht, schon nachher für Fachprüfung, für Weiterbildungen. Und ich glaube, das ist ganz wichtig. Und auch wenn die Jugendlichen nicht immer schon an Perspektive 15 Jahre denken, die Eltern, die denken sicher schon daran, weil die wollen natürlich, dass ihrem Kind ja das Beste wird, oder? Und darum glaube ich, ist auch wichtig, die Geschichte und die Möglichkeit, die Zukunft zu erzählen. Ich habe als nächstes noch ein paar konkrete Handlungsempfehlungen, um auch noch ein paar Beispiele zu zeigen. Und es geht auch ein bisschen das, was ich jetzt vorhin gesagt habe. Wir machen bei uns die jährliche Umfrage bei den aktuellen Lernenden über alle Branchen hinweg und fragen sie eigentlich, wie zufrieden bist du in der Lehre? Und wenn sie sagen ja, und das sind zum Glück aktuell 3/4, was grundsätzlich erfreulich ist, auch wenn natürlich noch Potenzial ist, aber die Jugendlichen, die zufrieden sind in der Lehre, sagen, die 3 wichtigsten Faktoren für sie sind erstens das Verhältnis zum Berufsbildenden, also wieder das, auch das Zwischenmenschliche, auch das Vertrauen, setzt die Person in mich. Zweitens ist auch der Respekt, wo mir entgegengebracht wird. Also egal, ob jetzt ich mit jemandem zusammenarbeite, wo eine Generation Babyboomer oder sonst, egal wie alt, dass man eigentlich einem auf Respekt begegnet, einem ernst nimmt, irgendwo ein ehrliches Interesse hat. Und das Dritte geht auch in den Sinn, ist eigentlich das Team, oder? Also wie wohl fühle ich mich im Betrieb, was enorm entscheidend kann sein. Und ich kann euch vielleicht schon eine Geschichte erzählen. Ich habe am Anfang das auch kurz angetönt, dass eben die Jugendlichen sich nur noch für 1,5 Berufe effektiv bewerben tun. Und entsprechend heisst es natürlich auch, sie tun sich für wenig Berufe gehen sie effektiv schnuppern. Und bei meinem Cousin war es so gewesen, der ist als Automech schnuppern gegangen, eine ganze Woche lang. Und ich habe ihn dann so gefragt, oder Weihnachten, ja, hey, eben Automech, hat er gesagt, ja, er fährt jetzt in die Lehre. Und ich habe gefragt, ja, und ist das Auto, ist das etwas, was dich mega interessiert? Oder wieso machst du jetzt das? Und dann hat er einfach so gesagt, hey, ich bin eine Woche schnuppern, ich habe etwas gebraucht. Und die sind so cool gewesen, das Team ist so cool gewesen, ich habe mich so wohl gefühlt. Und das ist für ihn der ausschlaggebende Punkt gewesen. Also er ist gar nicht weiter schnuppern. Und das heisst, auch wenn man jemanden im Betrieb hat, wenn sich jemand interessiert, kann das schon so viel ausmachen. Dass schlussendlich ist ja wirklich die Lehre mal ein Start. Und das ist ja. Also, das ist auch wichtig, oder? Darum, ich glaube, mit diesen 3 Faktoren kann man schon sehr viel rausholen. Und wichtig ist auch, das sind alles Faktoren, die sowohl ein kleiner Betrieb als auch ein grösser genauso kann umsetzen. Also, eigentlich sehr gute Nachrichten auch für alle handwerklichen Berufe. Und was ich vielleicht dazu auch noch ergänzend kann sagen, ich habe mit dem Raymond Schneider, das ist von der Firma Reisaufer, vielleicht kennen die einen, das ist in Wallisellen. Die bildet viel auch Polymechaniker aus. Und ich habe ihn so gefragt, er ist dort seit Jahren, ist er der Berufsbildner und ist extrem beliebt. Und ich habe ihn so gefragt, hey, was ist das, wo dich ausmacht? Oder wieso haben dich alle so gerne alle lernen? Weil er ist nicht so der coole Onkel, er ist eher so der, ja, ich sehe es, ein bisschen graue Haare, schon ein bisschen älter, er schafft nicht mehr allzu lange, also geht auch schon irgendwann in Pension. Aber er hat gesagt, er gibt einfach jedem eine ehrliche Chance und er hat einfach jeden gern und hat Interesse an dem. Also gibt jedem mal eine Chance zum Schnuppern, redet mit jedem offen und ehrlich. Und ich glaube, diese Faktoren machen schon so viel aus. Und darum, ich sage das Zwischenmenschliche auch, also auch auf Augenhöhe begegnen, kann schon sehr viel machen, sehr viel ausmachen. Und auch zum euch noch ein konkretes Beispiel da zeigen. Auch was Just jetzt so erfolgreich gemacht hat über die Jahre, war auch immer, wie ich eingangs gesagt habe, wir wollen, dass die Jugendlichen die ganze Lehrstellensuche wirklich spüren und können erleben. Und ich sehe da 2 verschiedene Arten von Inserat. Zum einen ist auf der linken Seite eine Übernahme, die wir von Lena gemacht haben. Das ist auch auf Justi. Das ist sehr ein schlichtes Inserat. Das ist kostenlos auf Justi. Also jede Lehrstelle auch von euch wird übernommen, automatisch auf Justi. Und rechts seht ihr eine Firma, die einen Auftritt hat bei uns. Das heisst, die haben ein aktives Profil. Und was der Unterschied ist, und ihr seht es ja selber, oder? Ich glaube, am besten kann man es vergleichen, wenn man jetzt zum Beispiel Ferien bucht und zum Beispiel auf Booking.com geht und man sucht Hotel, oder? Und ich glaube, auch keiner von euch, auch wenn ihr nicht mehr in der Gen Z seid, würde sich für irgendein Hotel oder für irgendeine Reise entscheiden, ohne dass man nicht wirklich weiß, was Sache ist, oder? Und die Jugendlichen, die vor so einer Entscheidung stehen,
wollen natürlich auch wissen, hey, was ist das für ein Team, was ist das für ein Beruf, was ist das für eine Firma, wollen möglichst viele Eindrücke. Und wir sehen das auch ganz klar in den Zahlen, dass so das Inserat rechts 8-mal mehr Bewerbungen bekommt, Minimum. Und das spricht ganz klar für sich. Und meine Aussage heute ist auch nicht, hey, ihr löst euer Problem nur, wenn ihr ein Justi-Profil macht. Justi ist ein Weg zur Lösung, wo wir als grösstes Portal könnt euch bieten können. Aber ich glaube, wichtig ist auch eben die Arbeit, die der Verband macht. Wichtig ist auch, dass ihr auf eurer Webseite schaut, dass man dort eine Person findet, dass man einen Kontakt findet, im besten Fall ein Video, Fotos. Also da kann man auf so vielen Wegen etwas machen. Und eben, um auch nochmal konkret zu sagen, wir sehen das auch nur schon. Ich habe jetzt vorher gerade das Profil auch mit einem Video gezeigt, rechts. Aber wir sehen jetzt auch nur schon, wenn wir zwei Profile haben, das eine hat nur Fotos und das andere hat Fotos und Video, dann hat das Profil mit Video 2,5 Mal mehr Bewerbungen, weil einfach das Video nochmal mehr aussagt als Fotos. Und ich glaube, am logischsten ist einfach, wenn man sich in die Jugendlichen versetzt, wie viel sie am Handy sind, wie viel sie auch auf Social Media sind. Und dann sehen wir, dass das Video so entscheidend ist für die Jugendlichen. Darf ich etwas nachfragen, Marc? Du hast vorher sehr betont, wie wichtig, sag ich mal, die Soft Factors sind, wenn jemand in der Lehre ist. Zwischenmenschliches, also der Betreuer, Betreuerin, das Team, der Respekt gegenseitig. Wie kriegst du denn das über? Also für mich ist es fast ein Widerspruch, wenn man dann sagt, hey, man muss heute vor allem auf den sozialen Medien sein, weil das ist ja etwas, was überhaupt nicht zwischenmenschlich ist. Das ist völlig abstrakt. Oder bin ich schon zu alt, um das zu verstehen? Ja, ich glaube, es ist noch spannend, weil uns fragen schon mal auch Firmen, hey, ja, muss ich jetzt dem Jugendlichen so entgegenkommen, oder soll er, kann er sich nicht ein bisschen mehr mir anpassen und so. Und eben schlussendlich, wie ich gesagt, es ist irgendwo auch Angebot Nachfrage. Das heißt, die Jugendlichen sind ein bisschen am längeren Hebel, kann man sagen. Das heißt, wir müssen oder ihr müsst auch irgendwo können zu ihnen kommen. Das heißt aber nicht, dass ab jetzt plötzlich alle müssen auf Social Media 3 Videos täglich streuen und nur noch online sein. Um das geht es nicht. Aber ich glaube, Social Media ist ein Kanal, wenn man sieht, wie viele Stunden die Jugendlichen auf Social Media sind, dann wissen wir einfach, das ist ein Ort, wo sie sich aufhalten. Was früher vielleicht, auch wenn ich aufgewachsen bin, ist es noch nicht so extrem gewesen mit dem Handy. Da hat man zum Beispiel dort beim Spielplatz hat's einmal so Zettel gehabt, wo auch noch irgendwie hat's vielleicht einmal geheißen, hey, da ist eine Lehrstelle oder da ist ein Event oder da ist das. Und da hat man das noch geschaut, wenn man zusammen gut shooten ist, ist man vorbeigefahren und hat es angeschaut. Aber heutzutage, auch wenn jemand zum Shooten fährt, dann hat er das Handy dabei und ist vielleicht am Handy oder im besten Fall nicht. Aber es ist einfach so, oder? Und ich glaube, mit dem, das müsste man eher als Mittel sehen, um auch die Jugendlichen können erreichen in ihrer Sprache. Und das heißt aber auch nicht, dass man sich muss verbiegen muss. Und ich sage das auch immer wieder: unsere Empfehlung als Portal, und wir wissen das jetzt seit 15 Jahren und wir sehen das klar, unsere Empfehlung ist nicht, dass man nur noch Hochglanzsachen macht jetzt als Firma oder dass man die teuersten Produktionen macht, sondern ganz einfach eigentlich schon mal einem Jugendlichen sagt, hey, nimm mal das Handy, lauf mal durch den Betrieb und dann stellst du es auf Social Media oder zeigst es deinen Kollegen oder teilst es auf WhatsApp. Also es gibt so viele Wege, oder? Und ich glaube, manchmal sind auch die einfachen Sachen nützen schon etwas. Beantwortet das deine Frage? Ja, ein Stück weit, ja. Danke. Gut. Gibt es gar noch weitere Fragen? Und vielleicht auch noch zu der ganzen Thematik oder Verband. Ich meine, was auch immer Sinn macht, schlussendlich, wir haben ja alle am Ende auch das gleiche Ziel, egal ob jetzt die Lehrstelle auf Justiz ist, auf der eigenen Website oder ob man eben zum Beispiel jetzt auch den Inhalt, wenn man jetzt Inhalt macht, auch als Firma, kann man noch den Verband taggen, kann man als Beispiel auch noch Justiz taggen. Also, es spielt immer alles zusammen und das ist auch, sollte ein bisschen die Aussage sein heute. Es gibt nicht ein Patentrezept natürlich, aber es sind verschiedene Sachen. Und ich glaube, was auch nicht zu unterschätzen ist, und das ist einfach auch Mund-zu-Mund-Propaganda, oder? Und Mund-zu-Mund-Propaganda ist ja auch, wenn der Götti das Video gesehen hat auf YouTube oder die Website angeschaut hat von euch und dann an der Weihnachten erzählt, hey, ich habe da einmal eine Firma angeschaut per Zufall, vielleicht hat er eigentlich einen anderen Case zu tun mit der Firma, aber das alles hängt auch zusammen, oder? Darum, der Auftritt ist immer wichtig und auch, wie man über die Firma redet und wie man umgeht, logischerweise, aber das wisst ihr ja selber. Hast du gar noch etwas sagen, Paul? Ja, vielleicht nur als Ergänzung, wie wir als Verband auch die Firmen können unterstützen. Also wir fahren ja jetzt die Kampagne auf den sozialen Medien.
Und wir sind sehr interessiert, alltägliche Situationen aus dem Berufsalltag dort drauf zu posten. Und ich habe das Gefühl, da können wir uns wirklich gegenseitig unterstützen. Also ihr als Unternehmen kriegt eine grössere Reichweite oder eine zusätzliche Reichweite. Und wir haben dann wirklich gute Beispiele aus der Praxis. Und von dem her, wenn Sie aktive Lehrlinge haben in der Branche, im Betrieb, wo auf sozialen Medien sind, hey, schickt uns das zu, die Beiträge, und dann können wir uns wirklich gegenseitig unterstützen. Fände ich cool. Genau, und vielleicht, wenn ihr euch auch noch inzwischen so Beispiele genauer angeschaut habt, das ist jetzt ein Profil auf Justi, das eine Firma hat, Huber Umweltlogistik, die auch noch weitere Berufe hat, aber unter anderem den Entwässerungstechnologen. Sie haben auch mit uns ein Video gemacht. Und ich glaube, es geht immer um verschiedene Sachen. Es geht um den Einblick in den Berufsalltag zum einen, aber auch so ein bisschen den Betrieb näher zu bringen. Also ein bisschen, ist ein familiärer Betrieb, hat man ein sympathisches Team. Und natürlich auch immer, wenn man wieder an die Generation denkt, wo sehr sozial ist irgendwo durch, aber auch sinnsuchend, wo auch mitschafft und ein bisschen mitdenkt und auch hinterfragt, das ist auch wichtig. Und darum glaube ich, habt ihr auch gerade in den Wasserprüfen so ein gutes Mittel, wo ihr einfach könnt sagen, hey, für was macht man das, oder? Es ist nicht einfach nur irgendeine Zahlen umschieben, sondern es ist wirklich auch Sinn in dieser Arbeit. Und es gibt ein gutes Endergebnis am Tag und es hilft den Menschen, oder? Ich glaube, so Aussagen sind auch immer spannend. Ja, und ich glaube, zusammengefasst, wie gesagt, es gibt nicht eins irgendwie Patentrezept, aber ich glaube, wie ich am Anfang auch probiert habe, euch ein bisschen mitzugeben, aufgrund vom Fachkräftemangel, Demografie. Ich glaube, Berufsbildung ist so wertvoll, nicht nur aus der Sicht von Jugendlichen und Gesellschaft, sondern auch wirklich aus Unternehmen und Branche, weil das einfach langfristig, wenn man langfristig denkt, sichert das einem Zukunft. Und eben, ein Lernender von heute ist in 20 Jahren ein Spezialist und den kann man selber nachziehen, das ist noch viel günstiger, oder? Kommt auch noch dazu. Und ja, wichtig, auf Augenhöhe begegnen. Und das heißt nicht, dass man sich komplett muss auf Social Media verkaufen und nur noch Tanzvideos machen als Firma. Das heißt auf keinen Fall. Aber gleich probieren, auch auf Augenhöhe begegnen. Und ich glaube auch die Jungen, und da kann ich auch für mich reden, als Generation Zettler, dass ich auch das Interesse habe, mehr zu erfahren über andere Generationen. Und ich glaube, wenn man einem Jugendlichen das auch entgegengibt und sagt, hey, ich habe Interesse, mehr von dir zu erfahren und von deiner Welt, ich glaube, dann können beide Seiten profitieren. Und wie gesagt, Sinnhaftigkeit auch vom Beruf aufzeigen und vor allem, und ich glaube, das ist mir ganz wichtig, auch die Karrierechancen, die ich das Gefühl habe, auch in unserer Gesellschaft, dass es oft zu kurz kommt, dass man das Gefühl hat, ich will nicht sagen, es ist eine Akademisierung, die stattfindet, aber wir sehen da den Trend in den Gymnasien, weil man doch auch oft ein bisschen im Kopf hat, hey, ich muss noch studieren, um wirklich mal etwas zu werden. Und aus meiner Sicht fehlt es da oftmals einfach ein bisschen am Stolz, gerade die handwerkliche Branche und Berufe, wo man einfach zu wenig die Geschichte auch erzählt und zeigt, was man erreichen kann. Und ich glaube, ein gutes Beispiel ist, wenn ich auch jetzt euch vielleicht frage, euch, wer ist der bekannteste CEO in der Schweiz, der eine Lehre gemacht hat, der eigentlich vom Lernenden zum CEO geworden ist? Vielleicht kommt euch da gerade jemand in den Sinn. Mir oder der meiste ist auch immer zuerst gerade der Sergio Ermotti, oder, wo in der UBS, wo, von der UBS, wo den Werdegang gemacht hat. Und dann denke ich eigentlich, hey, ist das der Einzige, wo es in den Sinn kommt oder der meiste? Obwohl es, glaube ich, und das habe ich jetzt auch gelernt in meinen 4 Jahren, wo ich jetzt bei Justi bin, ich habe viele Veranstaltungen dürfen, viele Kundentermine mit Firmen und Verbänden. Die haben immer gesagt: Hey, bei uns in der Branche läuft es gut, wir haben viel Arbeit, unsere Firmen, die sind gut gewachsen, wir haben junge Leute, junge Geschäftsführer, die sich aufgeschafft haben. Es gibt so viel Geschichte und so viele erfolgreiche Stories, aber ich habe das Gefühl, man hört die gar nicht, man hört nur immer das Negative. Und ich glaube, da dürfen wir oder dürfen ihr auch ein bisschen mehr Stolz sogar, auch mit euren Berufen und auch die Geschichte wirklich erzählen. Ich glaube, nur schon das wird auch vieles, vielem beitragen. Und in dem Zusammenhang kann ich auch noch unseren Justi-Podcast empfehlen, weil da haben wir genau das Thema aufgenommen. Und der Matthias Binswanger, vielleicht kennen ihn auch die einen, ist auch viel im SRF, NZZ, Tagi und so, ist er gefragt. Und er ist sehr von der akademischen Seite eigentlich, schafft glaube an der FHNW. Und auf jeden Fall macht viel Studie und alles. Und er ist eigentlich nicht einer, jetzt ein Typ, der irgendeine Lehre oder so gemacht hat. Aber ich habe ihn so gefragt, hey, jetzt bist du so ein bisschen aus dem wissenschaftlichen Studienbereich und du sagst aber voll, die Lehre, das ist der Weg. Und dann sagt er mir, ja, hey, look,
Ich habe mich so krass mit diesen Zahlen befasst, analysiert und alles. Und ich sehe das schon aus allen Sichtwinkeln auch, wenn es um Lohnentwicklung geht, um Arbeitnehmer, alles, dass die Lehre einfach der Königsweg ist. Und dann habe ich ihn auch gefragt, ja, hey, aber wieso schaffen wir es denn nicht, dass die Lehre auch besser dasteht insgesamt und wir noch mehr Lehrstellen können besetzen und auch Berufe, die es schwierig haben. Und er hat mir das eigentlich gut vor Augen geführt und gesagt, hey, look, in Amerika gibt's den Traum, dass man sagt, vom Tellerwäscher zum Millionär, der lebt dort immer noch. Vielleicht mal mehr, mal weniger, je nach Präsident, der das gerade sagt. Aber grundsätzlich, den Traum gibt es in Amerika. Und in der Schweiz gibt es auch so einen Traum, der ist nicht viel anders, aber der ist vom Lernenden zum CEO, oder? Und ich glaube, das trifft es eigentlich perfekt. Und der Traum oder der Weg, den können wir auch mehr zeigen, auch in Videos, auch einfach in Gesprächen, im Alltag und auch den Stolz mehr zeigen. Genau. Und vielleicht noch zum Schluss auch etwas. Wir haben einfach, dass ihr es auch noch gesehen habt. Es ist heute wirklich nicht darum gegangen, dass irgendwie ab morgen alle auf Justi sind, aber ich glaube, gleich wichtig, Justi ist ein Teil auch von der Lösung in dem ganzen Lehrstellenmarkt. Wir sind jetzt wirklich 15 Jahre alt. Und für uns ist auch wichtig, wir sind jederzeit offen für Gespräche oder für Events etc. Und ich kann euch auch noch anbieten, bis Ende Jahr, wenn ihr jetzt würdet sagen, hey, ich möchte mal auf Justi auch ein Profil machen, möchte das einmal probieren, dann habt ihr einen Spezialrabatt mit dem Code und könnt eigentlich best einfach mir direkt schreiben. Und dann können wir das anschauen, dass auch eure Lehrstelle auf Justi ist. Ja, und auch sonst für alle Sachen sind wir da sehr offen. Und ja, ich glaube, das wäre es von meiner Seite soweit. Ich hoffe, ich habe zeitlich einigermaßen nicht überzogen. Würde aber sonst, ja, wenn Fragen sind, Gedanken, gerne auch kritische Inputs, jederzeit einfach fragen. Genau, danke vielmals, Marc, für die Ausführungen. Ja, ich gebe gerne den Ball euch zurück. Gibt es Fragen, gibt es Bemerkungen dazu? Denke, was ich mitnehme, das ist manchmal, wenn man so aus der wissenschaftliche Ingenieurecke kommt, noch schwierig umzusetzen, oder wir haben das Gefühl, es ist schwierig, Geschichten zu erzählen. Wir sind da plötzlich auf einem anderen Weg. Da geht es nicht nur um Fakten, es geht um Geschichte, es geht um Zwischenmenschliches. Und wenn ich dich richtig verstanden habe, ist es wichtig, die Schienen auch entsprechend auszuspielen. Sinnhaftigkeit habe ich auch aufgeschnappt. Also du bist nicht dabei gewesen, wo wir das Konzept gemacht haben, aber wir haben viele Umfragen gemacht bei jungen Berufsleuten. Und das ist genau ein Hauptpunkt, der eigentlich in jedem Video, das wir jetzt produziert haben, klar rauskommt. Ich glaube, das ist schon eine Stärke, wo wir alle können ausspielen können. Ja, ne, ich glaube auch, vielleicht noch schnell zu der Geschichte, oder? Es geht dann auch um Geschichten, wo Leute wie du und ich erzählen, wo man sich als Jugendlicher kann identifizieren kann. Und ich meine, die Geschichten sind ja automatisch durch die Menschen, die man hat in der Firma, durch die Werdegänge sind rum. Und ich glaube, das macht es eigentlich auch einfach und nicht, dass man jetzt da muss super Hollywood-Film drehen, sondern eigentlich schon mit einfachen, überschaubaren Mitteln schon etwas kann rausholen. Ja, genau. Und da, wie gesagt, da bieten wir wirklich Hand aus VSA mit der Kampagne, aber ja nicht aus VSA gebrandet ist, sondern da geht es wirklich um die Wasserprüfe. Also wenn ihr Geschichten habt zu erzählen, die sich eignet auf sozialen Medien, schickt mir das zu, schickt uns das zu. Dann können wir da sicher die ganze Kampagne bereichern im Sinne von echten Einblick aus dem Praxisalltag. Ich glaube, das macht es letztendlich eben glaubwürdig, und ist ehrlich. Das wäre schön, wenn wir das noch intensiver machen könnten. Gibt es noch weitere Fragen? Und sonst, Ja, ich habe ja. noch eine kleine Frage. Heute zusammen, ich bin der Matthias. Ich bin knapp nicht mehr Gen Z. Bin 94 Jahre gegangen, aber habe sehr viel über Jugendorganisationen mit Jugendlichen aus der Generation Z zu tun gehabt. Es geht ja im Wesentlichen eigentlich darum, zu erzählen, was wir im Beruf machen, wenn es darum geht, zum Lernenden anzuwerben. Aber jetzt ihr als Profis von Justi, wie bewertet denn ihr das, die Generation Z-Wertelehre, wo ja mit dem Handy relativ schnelllebig geht, schnell andere Interessen hat. Ja.
Also, die Frage ist, dass ich richtig verstehe, gell? Wie wir es bewerten oder was wir Ja, oder empfehlen. wie, also ich meine, coole Bewerbungs- oder coole Videos machen, um den Job zu präsentieren, das ist das eine, aber schlussendlich die schnelllebige, lebendige Generation, die schnell andere Interessen hat, die muss man auch langfristig für den Job können binden, oder? Also für 3, 4 Jahre. Gibt es für euch da auch irgendwelche Handlungsempfehlungen? Ja, also was ich vielleicht aus zwei Perspektiven sage, das ist so ein bisschen der Lehrstellenmarkt und wir haben leider die Tatsache, dass wir auch über die letzten Jahre rund 25% Lehrvertragsauflösungen haben, also Lernende, die den Vertrag auflösen. Und was wir dort sehen, ist der Grund, der am meisten genannt wird, auch Feedback von der Jugendlichen und Firmen, ist eigentlich das Zwischenmenschliche, also Beziehung vom Jugendlichen zum Berufsbildner. Dass dort vielleicht zu wenig Zeit investiert wurde ist oder ja, zu wenig Gespräche geführt worden, sind zu wenig Nähe rum. Einfach dort auch wieder die Soft Facts oder in der Betreuung. Und zum Glück suchen dann viele Jugendliche auch eine Anschlusslösung und einen anderen Betrieb. Aber das zeigt eigentlich schon, dass es dann logischerweise, manchmal ist jemand einfach immer unpünktlich oder sagt, der Beruf gefällt mir nicht. Das gibt es auch. Aber der Großteil ist eigentlich wirklich im Zwischenmenschlichen. Und ich glaube, wichtig ist, dass man wie dort auch investieren kann. Und ich kann vielleicht auch noch kurz aus meiner Perspektive reden. Oder ich bin jetzt. Also ich bin jetzt nicht viel jünger als du, aber ich bin jetzt mit 25 aus 97er Jahrgang. Ich habe eigentlich so ein bisschen vom Werdegang. Und mein Vater hat mir immer gesagt, hey, du musst irgendwann den roten Faden in deinen Lebenslauf bringen. Du kannst nicht einfach immer so typisch jung mal etwas anfangen und dann mal das Nächste. Weil das spricht auch ein bisschen für die Schnelllebigkeit. Ich habe immer das Gefühl, ich müsste schon mal alles ein bisschen ausprobieren und gesehen haben. Und dann nach einem halben Jahr irgendwie wieder gekündigt. Und jetzt vor 4 Jahren, und da bin ich auch noch nicht so alt gewesen, aber so mit 1, 22 bin ich dann zu Justi gekommen. Und ich habe von Anfang an das Gefühl, hey, die investieren in mich, also die geben mir auch Verantwortung, kommen weiter, die wollen mich auch pushen. Und es war nicht so, dass ich am Anfang den höchsten Lohn hatte, gar nicht. Ich musste tief reingehen, aber sie haben gesagt, hey, look, zeig mal, was kannst, mach mal weiter, wir vertrauen dir. Und irgendwie, ich habe immer das Gefühl, es wird investiert in mich, es wird daran geglaubt. Und habe so auch in diesen 4 Jahren wirklich können x verschiedene Sachen machen und mich immer weiterentwickeln. Was ich mir früher nie vorgestellt hätte, dass ich irgendwann einen Vortrag vor 150 Leuten machen kann. Und ich glaube, so die Perspektive auch aufzuzeigen, das hat mir mega geholfen. Es immer geheißen, hey, du hast Perspektive. Und das, glaube ich, ist in der Betreuung auch wichtig. Und vielleicht auch in der Lehre, dass wir auch mal die 3 Jahre ein bisschen die Perspektive aufzeigen. Weil ich sehe das auch bei Jugendlichen, die ich selber betreue, die Lehrverträge auflösen. Die sagen mir oft, die haben oftmals so keinen Weitblick und sagen mir ja, hey, nein, es hat mir nicht gefallen und dann habe ich aufgelöst und ja, jetzt mal schauen, was ich mache. Und sie haben auch ein bisschen einen beschränkten Horizont, habe ich das Gefühl manchmal. Und ich glaube, wenn man dort kann ihnen irgendwo die Perspektive vielleicht auch geben und auch das Vertrauen, das ist aus meiner Sicht so ein bisschen das Erfolgsrezept. Beantwortet das die Frage einigermaßen? Ja, danke. Merci. Jean-Maurier hat eine Frage oder die Hand oben. Genau, salut zusammen, hier ist der Jean. Ich bin Bauingenieur und auch Lehrlingsausbilder und ich habe jetzt vielleicht noch eine Frage an Marc. Wir haben auch schon die Idee gehabt, um die Lehrlinge quasi TikTok-Film machen und dann zu verschicken, an wer auch immer. Und da kommt ja dann, also ich bin Jahrgang 84, da kommt dann doch noch ein bisschen das Gen vielleicht führen, wo man sagt, ja, also ein bisschen wissen will ich schon, was sie schicken. Und an wer das geht, ist mir klar, das ist absolut chancenlos, so weit bin ich schon auch. Aber so das Video noch kontrollieren quasi, würde ich noch gern, aber ich weiß, dass es so Wörter wie kontrollieren und Ziel und so alles schon sehr schlecht ist, oder? Darum ist so für mich die Frage, würdest du dort einfach sagen, hey, wir müssen mutig sein, wir sind wir vertrauen denen, wir geben denen die volle Verantwortung, dass sie das schicken, wo sie wollen. Oder wie schätzt du das sicher? Wie ist am ersten kann der Schuss hinten raus? Ich meine, er kann auch hinten raus, oder? Ich kann es immer. Ja, voll. Also ich kann, ja, ich glaube, das Restrisiko gibt es sicher. Ich habe jetzt aber eher die Erfahrung gemacht, dass wir machen für Firmen zum einen TikTok, aber auch viele eben so Lehrstellen-Videos, die so 90 Sekunden gehen. Und wir machen manchmal die Erfahrung, dass die Firmen zu viel kontrollieren wollen und ihnen dann Skript vorgeben und sagen, hey, du musst ja die und die Sachen sagen und nicht die und die, weil Genau. das kommt, oder? Und dort ist auch ein bisschen Problematik, wo ich einfach, oder wo wir auch sehen, ein bisschen von der Authentizität, oder? Weil schlussendlich, sie haben ja die Lehre bei euch und wollen ja eigentlich gleichgesinnte ansprechen, die vielleicht gleich ticken wie sie oder in ihrem Umfeld oder einfach im gleichen Alter. Und
Und eigentlich kann man darum sagen, und logischerweise muss man, ist vielleicht ein bisschen mutig, aber auch kann man sagen, hey, sie wissen es am besten grundsätzlich, weil sie sind von dieser Zielgruppe, oder? Und darum wäre jetzt meine Empfehlung schon, ihnen freie Hand zu lassen, wie es geht. Ich glaube, wichtig ist einfach, und dort kann man vielleicht auch die Generation, kann man auch ein bisschen pushen, weil es ist ja auch oftmals so, man macht dann etwas, wenn man gerade Freude hat, und nach 2 Monaten hört man auf. Und bei TikTok haben wir einfach die Erfahrung gemacht, dass es etwas ist, was auch ein bisschen wachsen muss. Also lieber sitzt man bei dir her und sagt, du kannst probieren, ich lade freie Hand, aber zieh es durch mal ein Jahr. Und mach mal alle 2 Wochen ein Video, weil, also der rein aus TikTok-Sicht ist es extrem wichtig, dass immer etwas läuft. Ja. Das wäre für mich eher der Deal, den ich jetzt machen würde, zu sagen, hey, musst du einfach dranbleiben, gib mir dein Wort und dann lade ich die freie Hand. Okay. Ja, ich habe gedacht, das geht in die Richtung, oder? Weil es wäre ja dann fast noch so, dass man irgendwie das Gefühl hat, ja, was hast du denn für Themen? Hast du noch ein Thema für die nächste Woche? Weil ich kann es ja nicht kontrollieren, weil wenn ich auf TikTok bin, bin ich im falschen Kanal, auch schon mit meinem Alter sehr wahrscheinlich, komme auch schon nicht mehr zu Schlag und ja, es zieht sich ja eins nach dem anderen, oder? Ich glaube, cool wäre es sicher, wenn man es vielleicht wirklich als Projekt eine Art kann geben. Einfach, weil ich glaube, es Genau. braucht schon ein bisschen Disziplin in dem Ganzen. Das merken wir jetzt auch, wenn Firmen kommen und sagen, hey, ich möchte jetzt mal TikTok probieren. Und dann sagen wir, hey, das kann man gerne, aber wenn man wirklich will, etwas nachhaltig aufbauen, einen Kanal oder so, dann müsste man schon sich ein bisschen committen. Und das wäre einfach noch wichtig, ja. Okay. Ja, tipptopp, merci. Gerne. Gut, hat es noch weitere Fragen aus der Runde? Scheint nicht der Fall gewesen. Dann glaube ich, schließen wir ab, machen wir nicht länger als geplant. Herzlichen Dank, Marc, für deine Worte, für dein Einführen in die Generation Z und euch allen natürlich fürs Teilnehmen. Wenn ihr Anregungen habt, weitere Webinare oder Rückmeldungen habt, könnt ihr mir das gerne schicken. Versuchen wir aufzunehmen. Und sonst sehe ich jetzt gerade, Jean, hast du noch etwas wollen sagen? Hast du noch mal die Hand oben gehabt? Nein, das ist Applaus gsi. Okay, ja, danke. Dann glaube ich, mir hat es Spass gemacht. Ich hoffe, euch auch. Und hoffe, wir sehen uns mal bei einem Follow-up zu dem Webinar. Merci vielmals. Schönen Abend zusammen.